Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, für mich hier eine sagenhafte Perspektive, der Anblick auf diese Klasse, speziell die Qualität im Hinterhäuter, das ist schon sehr, sehr gut und einer Nationalschau absolut würdig und klar Spitze. Für mich hier meine erstplatzierte Kuh, weil sie einfach in allen Merkmalen schlichtweg die beste ist. Sie hat mehr Stil und sie bewegt sich etwas besser als meine zweitplatzierte. Ich gebe ihr auch noch deutliche Vorzüge in der Breite des Hinterhäuters und in der Definition des Zentralbandes. Während meine zweite vor der dritten in der engen Platzierung, das ist hier lediglich für mich doch, dass das Zentralband etwas stärker ausgeprägt wird. Und sie zeigt vielleicht noch etwas mehr die offene Rippe. Meine drittplatzierte Kuh, die durch ihren Stil und die durch ihre Präsenz hier die Klasse absolut für sich einnehmen kann. Und sie hat eben da ihre großen Testpunkte. Sie ist für mich die Stilistin und sie ist gegenüber meiner drittplatzierten doch noch etwas höher im Euterboden, etwas fester im Vorderhäuteransatz. Während meine viertplatzierte ebenfalls eine fehlerfreie Kuh in der Klasse, sie kann sich hier an dieser Rangierung behaupten, weil sie insgesamt etwas harmonischer gebaut ist, von Kopf bis Fuß sozusagen. Und sie zeigt sich im Hinterhäuter super, ihre Strichplatzierung etwas im wünschenswerteren Stil. Vielen Dank.